Hallo und herzlich willkommen, lieber Krebs, hier zum April, zur energetischen Aussicht, was der April so bringt. April, April, der weiß nicht, was er will. Wir schauen mal, wir kommen ja aus dem März, aus der Frühlingstag- und Nachtgleiche, aus der Balance und jetzt werden die Tage länger, vielleicht das Wetter noch voller Kapriolen. Und lass uns einfach mal schauen, lieber Krebs, oder? Mein Name ist Sirut Sabine Haller, ich bin Seelenbotschafterin, moderne Schamanin und ich schaue hier in die Energien für dich, wie sich der April zeigt, aber auch in unterschiedliche Mondphasen und auch andere Themen. Du kannst sehr gerne mal auf meinem Kanal dich umschauen, gerne abonnieren und liken und ich habe gerade den Faden verloren, macht nichts, machen wir einfach direkt weiter. Ich schaue jetzt hier mal, wie der April sich für dich zeigt. Ich habe die großen Arcana-Karten hier, zwei Orakeldecks und ein Tarot-Deck, so rum. Ach, jetzt ist es auch wieder da. Ja, schau dir auch gerne dein Aszendent, Mond oder Venuszeichen an, denn die Energien sind wirklich, wirklich spektakulär, die sich hier zeigen. Doch jetzt, lieber Krebs, für dich einmal hier die Energie, wie sie sich für dich zeigen möchte. Welche Hauptenergie steht Krebs hier im April zur Verfügung? Was möchte da gesehen werden, sich zeigen oder zum Abschluss kommen? Ja, die Welt, lieber Krebs, hier möchte etwas beendet werden, etwas zum Abschluss kommen, vielleicht auch eine neue Welt geöffnet werden. Wir haben hier das Schlüsselloch mit dabei. Die Welt liegt dir womöglich zu Füßen. Wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Ja, etwas möchte zum Abschluss kommen. So nehme ich das wahr. Welche Energie unterstützt Krebs hier im April? Zwei ist okay. Sonst waren das immer 3, 4, 5, aber 2, da lasse ich mit mir reden und die sind richtig, richtig klasse. Der Kompass und die große Weite. Die große, weite Welt, lieber Krebs, wenn du deinen inneren Kompass gut eingestellt hast, wenn du wirklich für dich gut hinspürst, was möchte diese große Weite dir offenbaren? Super schön und ja, wir schauen direkt weiter. Eine Botschaft hier für Krebs. Für den April. Eine Botschaft bitte für Krebs für den April. Das sind definitiv zu viele. Möchte ja hier schon mal einiges gesehen werden, aber ich möchte gerne eine Karte hier für dich, lieber Krebs. Nochmal zwei, dann wird der Tisch hier wahrscheinlich ziemlich voll. Da muss ich direkt auf meine Übersetzung gucken, die Leistung, die weiße Büffelkalbfrau. Schau dir diese wundervolle Karte an. Anstrengung plus Absicht. Dein Fokus. Dein Fokus, lieber Krebs. Und hier Precognition. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vorheriges Wissen, also die Vorausschau, vorab etwas wissen, vielleicht auch eine Zukunftsvision. Und das passt sehr gut auch hier zu dieser großen Weite, die sich hier zeigt. Und das passt wunderbar auch zu dem Kompass. Ich glaube wirklich, lieber Krebs, dass für dich hier
zum Wechsel in den April oder über den April hinaus sich ein alter Zyklus schließt, du eine Vision für das bekommst, was sich da durch dich entfalten möchte. Dir liegt hier wirklich die Welt zu Füßen, eine große Weite, eine große, vielleicht auch Leere, die aber nicht leer ist, sondern das ist der Raum der unendlichen Möglichkeiten, aus dem du schöpfen kannst. Und jetzt liegt es an dir, auf was du deinen Fokus ausrichtest, also auf welches Ziel du deinen Kompass einstellst. Du hast hier wirklich prophetische Visionen und du bist eingeladen, wirklich hier ganz klare Intentionen zu setzen und dich auch darauf zu fokussieren. Das ist alles positiv ausgerichtet und ich glaube, lieber Krebs, das, was du abschließt, ist die Gedanken dahin, was du nicht mehr möchtest. Ganz oft denken wir ja über das nach, was wir nicht mehr möchten, was wir in unserem Leben nicht mehr haben wollen. Wir wissen aber nicht so genau zu formulieren, wie das aussieht, was wir haben wollen. Und ich glaube, genau da führt dich der Weg hin. Wirklich genau dich darauf zu fokussieren, was du in deinem Leben haben möchtest, wie du dir dein Leben gestalten möchtest. Und ja, ich möchte jetzt bitte hier eine klare und deutliche Botschaft für Krebs, für diesen Abschluss und Neubeginn. Eine Botschaft dahingehend, was dein Kompass dir sagt, worauf du deinen Kompass ausrichtest, wie du aus der großen Weite durch ganz klare Intentionen und innere Visionen schöpfen kannst. Eine klare Botschaft für April, für Krebs. Ich habe das Gefühl, es muss noch einmal, war noch nicht. War noch nicht das. Jetzt fühlt es sich gut an. Ja. So, lieber Krebs, lass uns schauen und das, was hier rausgesprungen ist, die sieben Schwerter. Da geht es zum einen darum, das in dir zu beschützen, was du hier als Vision für dich aufbauen möchtest. Vielleicht aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus, dass du das Gefühl hast, du müsstest das jetzt schützen. Es geht aber auch mit den sieben Schwertern darum, dich selbst nicht mehr zu verstecken, dich selbst nicht mehr zurückzuhalten, dich auch dann zu zeigen, wenn es dir vielleicht schwer fällt. Wenn du vielleicht emotional bist oder was auch immer oder zu viel im Kopf bist, dich nicht mehr aus diesen Situationen rauszuschleichen, rauszustehlen, das ist die alte Energie. Es geht ganz direkt darum, dich zu zeigen in dem Moment, der da ist, in der Vision, die für dich da ist und dich immer wieder auch dieser großen Weite, diesem größeren Ganzen, was dich trägt, anzuvertrauen. Der Ritter der Scheiben. Und vielleicht geht hier etwas nicht so schnell vorwärts, wie du das gerne hättest, lieber Krebs. Vielleicht möchtest du schneller nach vorne gehen und doch zieht dich dieses Zurückhalten noch ein bisschen zurück, lässt dich hier nicht ganz klar nach vorne gehen. Lass uns mal weiterschauen. Die neun Kelche. Da ist eine kraftvolle, klare Tiefe in dir. Das ist die Tiefe, mit der du hier auch die Visionen der Zukunft wahrnehmen kannst. Das ist diese Gefühlstiefe in dir, in der du auch verankert bist, von der aus du auch deinen Kompass ausrichten kannst, die du vielleicht bisher erst ein bisschen zögerlich gezeigt hast,
weil die sieben Schwerter, hier wird etwas zurückgehalten. Der Ritter der Schwerter, der prescht jetzt nicht nach vorne, der geht ganz vorsichtig, ganz sachte. Der bewegt sich vielleicht sogar auch ein bisschen schwerfällig. Und ich glaube, dass das zurückbleiben darf, dass sich das jetzt wandeln darf. Ja, und du, lieber Krebs, du darfst jetzt in deine Kraft kommen. Du darfst dich wirklich ganz klar auf deine innere Kraft fokussieren, auf die Tiefe, auf diese neuen Kelche, diesen Genuss des Lebens. Die neuen Kelche, das ist auch jemanden bewirten, jemanden auch mit Essen, mit Getränken zu verwöhnen. Das ist so ein bisschen auch dieser mütterliche Aspekt, auch dich gut zu nähren. Das hat auch etwas mit Nähren hier zu tun. Also wirklich da aus der Fülle schöpfen. Deine Vision im Auge behalten und mehr, ich habe fast das Gefühl, mehr und mehr, nochmal mehr du selbst zu werden. Der Page der Stäbe. Die Königin der Schwerter behält ihr Ziel im Fokus, das ist hier Weitsicht, und der Page der Stäbe, der schaut aufs Detail, der möchte aber auch vorwärts gehen, der möchte Neues entdecken. Und so magst du vielleicht, lieber Krebs, hier manchmal noch ein bisschen zurückschauen, dich erinnert fühlen an vergangene Situationen, wo du dich zurückgehalten hast, wo du vielleicht langsamer etwas von dir gezeigt hast. Und doch darfst du auch hier deine Kraft betrachten. Du darfst diese innere Stärke betrachten, die Dämonen in dir, die du schon gezähmt hast, also hier diesen Löwen in dir, den du schon gezähmt hast, diesen Genuss des Lebens auch mal betrachten. Wo gönnst du dir etwas? Wo verzichtest du vielleicht auf etwas? Und spannend finde ich dazu, ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinlegen soll, ich lege es jetzt erstmal hier hin. An der Unterseite haben wir die neun Schwerter. Die neun Kelche, das ist wirklich diese Tiefe, diese Seelentiefe in dir, das ist der Genuss auch, das ist dieses Erfülltsein. Und dann haben wir hier an der Unterseite die neun Schwerter, die dir hier noch ein bisschen sagen, oh, wenn ich da jetzt nicht genau aufpasse, dann lande ich wieder in der Vergangenheit, in diesen Situationen, die ich schon kenne. Lieber Krebs, das ist die alte Energie, das sind diese alten Gedanken, das darf jetzt beendet werden. Und du darfst dich jetzt wirklich hier dieser Fülle, dieser Reichhaltigkeit, deiner Kraft, diesen Visionen, auch diesen Anstrengung plus Absicht gibt Fokus. Also du darfst dich wirklich fokussieren auf das, was dein Herz dir sagt. Und dein Herz ist der Kompass. Ganz, ganz klar, lieber Krebs, dein Herz ist der Kompass. Und bei so vielen Karten muss ich hier jetzt mal ein bisschen hin und her schieben. Ich möchte die nämlich hier oben hinlegen und ich hoffe, dass die dann auch noch zu sehen sind, alle, auch wenn da jetzt das Licht drauf spiegelt. Spür bitte gut in dir nach, wann und wo du dich da in diese neuen Schwerter, also in diese Traurigkeit, in diese Albträume, in diese Gedankenkreisläufe wieder reinfallen lässt oder reinziehen lässt. Mach dir ganz bewusst, dass das jetzt vorbei ist, das darf jetzt gehen. Ja, und du darfst in kleinen Schritten, in deinen Schritten hier vorwärts gehen. Bedenke aber, dass du mutig sein darfst. Die Kraft spricht auch von Mut. Dass du bist sehr vorausschauend, aber unter der Prämisse, dass in der Vergangenheit viele Verletzungen waren.
Schau dahin, ob du nicht durch dein Vorausschauen das Alte noch mal wieder nach vorne holst. Also es gilt wirklich hier für dich, lieber Krebs, genau zu schauen, genau nachzuspüren, auch mit deinem Herzen, mit deinem inneren Kompass und genau auch drauf zu achten, was möchtest du für deine Zukunft visionieren? Was darf sich da jetzt entfalten? Und da darfst du wirklich mutig deinen Fokus setzen, ganz, ganz mutig. Und wirklich mit dem Fokus setzen, mit der Absicht auch innerlich, dich deiner inneren Tiefe und dieser großen Weite, die sich daraus ergibt, anzuvertrauen. Das ist deine Kraft, lieber Krebs. Das ist deine Kraft. Auch wenn du ab und an mal versucht bist, dich zurückzuziehen, weil da ein alter Dämon sozusagen aus der Tiefe emporkommt, erlaub dir da wirklich klar zu sein. Ich möchte jetzt sehr, sehr gerne mal hier in die Tiefe schauen, mal in das, was eine Schicht tiefer liegt, gerade in diese alten Verletzungen, dahin, wo du da deinen Mut aktivieren kannst und wie du wirklich hier ganz klar vorausschauend für dich die Verantwortung übernehmen kannst, wirklich deinen Kompass klar auf dein Ziel fokussieren kannst und dich immer wieder auch mit deiner zukünftigen Version zu verbinden. Das hatte ich übrigens mal in einem Coaching und das ist sehr kraftvoll. Das kann ich dir sagen, wenn du deinen Kompass eingestellt hast, dein Ziel fokussiert hast über einen gewissen Zeitraum. Hier ist der Startpunkt, da ist das Ziel und du reist in einer Meditation dahin, in die Version, die du dann bist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und das ist sehr kraftvoll. Dann holst du dir nämlich die Energien ins Hier und Jetzt und kannst daraus ganz neu, ja, handeln und agieren. Kannst dich viel mehr dem hingeben, was da wirklich dir entspricht und hängst dann auch nicht mehr so in den Gedanken der Vergangenheit. Also, Fortsetzung gibt's. Unten den Link in der Infobox, alle Fortsetzungen auf meinem Patreon-Channel, auch ein Mini-Abo, wenn du mich einfach nur so unterstützen möchtest, da freue ich mich auch sehr drüber. Und ja, lass uns schauen, was sich da zeigen möchte.